Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. 7. Dezember. Ja, hallo. Hallo. Ich hoffe, euch ist noch nicht schlecht von den ganzen Nikolaus-Süßigkeiten, die ihr gestern gegessen habt. Wir haben wieder was für euch. Und zwar diesmal hat Giant Drop ein paar Sachen uns geschickt für euch, was ich natürlich schön finde. Und wir haben hier die eingepackten Exemplare noch von Einspruch, Duell der Anwälte und Und Oh, Merv. Murph. Sehr schönes Spiel. Eine antike Oasenstadt in Asien, Genau. Haben die wir wir beschützen müssen. rezensiert damals noch, als es Englisch war, was mich total verwirrt, da war Murph mit V und jetzt ist es mit W im Deutschen. Na gut, Ja. alles was antik ist, muss irgendwie Ja. transkribiert werden. Ansonsten kann ich nur sagen, Mate, das ist ein Spiel für dich. Schönes Expertenspiel hier, Worker Movement, schön, ne? Das Ja, kennst das du hat es mich noch auch direkt nicht. angesprochen. Ja. Das Herz der Seidenstraße hier mit schön so witzigen Tableaus, so Leisten, die man hochrennt oder kann hier so mit Karawanen rummachen, sich schützen vor Angriffen. Schönes Spiel, ja. Bin ich sofort dabei. Kriegt ihr auf jeden Fall. Und Einspruch kurz dazu ist ein Duell der Anwälte, also ein Zwei-Personen-Spiel, wo der eine die Verteidigung nimmt, übernimmt der andere der Ankläger und wir spielen so einen Fall durch. Das ist wirklich auch mit Karten, ist der Fall sozusagen auch beschrieben, was da tatsächlich passiert. Es ist aber sozusagen im Kern dann doch eher so ein taktisches Zwei-Personen-Spiel, wo man versucht, sich so ein bisschen auszumanövrieren. Ja, und Viele dann Rätsel halt zu die, geben. genau, die halt die Jury dann zu überzeugen. So grob gesagt. Genau, aber das dritte, das habe ich noch gar nicht gezeigt, das sind nämlich drei Spiele in dem Paket. Das haben wir für euch schon mal ausgepackt. Das ist nämlich Micro City von Destroy Games. Und wir dachten mal, wir wollen euch ja dies hier in diesem Adventskalender immer so ein bisschen was zeigen. Nicht nur sagen, hier, das gibt's hier, Frage und fertig. Wir zeigen euch ein bisschen was und das versuchen wir jetzt mal anzuspielen. Das ist für uns beide neu, gerade gelernt. Also hoffentlich kriegen wir es hin. Aber das Interessante an Micro City ist, dass es sehr viele verschiedene Modi bildet. Bietet, nicht bietet, nämlich Solo oder kooperativ oder kompetitiv oder kurz oder lang oder hin und her. Und auch viele Karten, die sozusagen im Normalspiel gar nicht mitspielen, die man dann noch dazu nehmen kann, also Erweiterung auch noch mit drin. Deswegen steht hier auch 10 bis 45 Minuten Spieldauer. Ja, also Ja. tendenziell ein super Spiel zum Mitnehmen auf einer langen Zugfahrt. Kann man sehr viel ausprobieren, auf jeden Ja. Fall. Und wir versuchen uns jetzt an der kooperativen Grundspielvariante, die wir jetzt auch erstmal nur anspielen wollen für euch. Und ja, ihr seht natürlich so ein Mikrospiel mit wenig Material. Ich hoffe, ich krieg's jetzt noch mal gut zusammen. Okay. Also, wir spielen kooperativ und wir müssen eigentlich nur dieses Gebäude hier bauen, so einfach es aussieht. Also, wir müssen 4 Stufen bauen von unten nach oben und wir brauchen diese Ressourcen dafür. Dürfen eigentlich die Ressourcen auch nicht tauschen, das sind unsere jeweiligen Ressourcentableaus. Und wir spielen einfach abwechselnd. Das ist im Prinzip das kooperative Zweierspiel ist eigentlich ein Solospiel, was wir abwechselnd spielen. Ja. So kann man sagen. Und wir dürfen halt die, na gut, die Ressourcen nicht tauschen. Also da müssen wir, im Prinzip müssen wir uns so überlegen, du machst den Abschnitt, ich den oder so. Ne? Irgendwie so ist, glaube ich, die Idee. Also einer muss Ja, halt, stimmt schon, ja. Okay, ne? dann Weil, sammle ich schon mal das Holz und zum die Beispiel, Kohle, ne? genau, irgendwie sowas. Ne? Also der Okay. eine brauchen für den zweiten halt 2 Holz. Ja, so weit kommen wir vielleicht gar nicht. Ich denke mal, wir bauen jetzt erstmal das erste. Ja, und es gibt so verschiedene Phasen. Es kommt zuerst die Vorbereitungsphase, die macht man tatsächlich zusammen im kooperativen Spiel. Da würfeln wir diese 4 Würfel und die sind jetzt einfach irgendwie geworfen worden. Und jetzt können wir die verteilen, weil jeder hat so einen Würfelpool und wir haben nachher Karten und die wollen wir möglichst triggern. Also was schon mal nicht so gut ist, ist, dass wir 2 Fünfen haben. Das heißt, können nur eine Fünferkarte triggern. Und wir könnten noch ein Stadtgebiet, ein Fünfer Stadtgebiet triggern, weil die Stadtgebiete, auf denen wir gleich rumlaufen, haben auch Zahlen. Guck mal, das ist eine 5 hier. Ja, Das wir ist haben eine eine 5. 5 und eine 6. Was wäre das hier? Zwei beliebige Ressourcen. Ist doch schon Ja, mal ganz ist gut. nicht schlecht, ja. Weil bauen können wir eh noch nicht, wenn wir nichts haben. Stimmt, bauen können wir noch nicht. Aber das ist, glaube ich, entweder oder ist es beides? Was ja, das muss ich gleich nochmal lesen. Genau, ja, wahrscheinlich, das ist beides. Das ist halt jeweils eins. Erschöpfen und das wäre beides. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Dann versuchen wir doch mal da hinzukommen. Das bedeutet aber, dass derjenige, also wir müssen die halt jetzt so verteilen. Zwei krieg ich, zwei kriegst du. Das heißt, ja gut. Oh, guck mal, hier ist genau dasselbe. Dann geh Ja, lieber. dann Bist du soll der ich die Blaue? da Bin ich nehmen, der? ja. Ja gut, aber ich muss erstmal eine Fraktion, dann sollen wir es so machen irgendwie. Ich kann halt auch eine Aktion triggern. Verstehst du? Ich kann ja auch eine Aktion triggern und dann gehe ich lieber auf so ein einfaches Stadtgebiet.
Aber ein einfacher 5 gibt es. Es gibt diese 6 hier. Guck mal, da müsste ich aber 1, 2, 3, 4 laufen für die 6. Aber nicht stimmt, die 6 brauche ich ja gar nicht. Das ist ja bauen. Das ist blöd. Das ist blöd. Wir brauchen lieber irgendwas, wo wir Sachen kriegen. Das ist schon gut hier. Viele Sachen kriegen ist gut, ne? Dann machen wir das. Okay. Wir suchen einfach mal so. Du guckst mal, was du mit der 1 und der 5 noch irgendwie hinkriegst. Genau. Weil ich mache jetzt nämlich Folgendes. Ich bin jetzt dran. Wir hätten jetzt noch Sachen ausgeben können, um das zu manipulieren. Also wir haben am Anfang ein bisschen Geld. Machen wir jetzt nicht. Und jetzt spiele ich halt einfach in der Projektphase eine Projektkarte. So. Und damit steuern wir jetzt das Spiel. Und die Projektkarten haben mehrere Sachen. Zum einen kann ich jetzt laufen, ein Feld. Und ich habe mir das so überlegt, dass ich dann ein Feld hier rüberlaufe, um nachher dieses Stadtgebiet zu triggern. Mhm. Jetzt geht es aber erstmal um die Projektkarte, was die macht. Und die hat eben zwei Effekte, einen normalen und einen verbesserten. Um den verbesserten auszulösen, müsste ich jetzt eine 1 erschöpfen. Habe ich gar nicht. Ich habe mir die jetzt ja aufbewahrt für den Effekt hier. Ja. Das heißt, ich mache den Basiseffekt. Ah, aber der bringt mir gar nichts. Das so, weil der könnte ich nämlich eine Investitionsmarker zurücklegen. Aber guck mal, ich habe ja noch andere 1. Hier, nee, das ist so, nochmal zurück. Kommando zurück. Mache ich nicht. Ich mache lieber das, das ist auch 1. Ja, perfekt. Jetzt könnte ich das natürlich mit dem 6 hier triggern. Mache ich aber nicht, weil ich will das dafür verwenden. Und jetzt könnte ich einfach 2 Geld oder ein beliebiges Ding nehmen. Und jetzt nehme ich natürlich ein beliebiges. Ja. Guck mal, ich kann nämlich versuchen, das dann einfach zu bauen, im nächsten Zug natürlich, erst, genau. Was ja auch eine Aktion ist. Jetzt nehme ich das hier. Genau, also ich habe gelaufen, ich habe das genommen. Und jetzt kommt noch die Investition. Du kriegst die restlichen Karten für deinen Zug. Und jetzt kommt noch die Investitionsphase. Und jetzt ist es so, wir haben diese Investitionsmarker. Die sind auch gleichzeitig so ein bisschen unser Timer. Wir brauchen allein schon mal 4, um die nachher später hier draufzulegen. Wir haben nur 8. Und wenn wir mal keine legen können, haben wir schon verloren. Und immer dann, wenn wir hier auf so einem Stadtgebiet sind, wo keiner drauf ist, müssen wir einen drauflegen, dürfen dafür aber die Stadtviertelaktion machen. Und das mache ich jetzt, indem ich die 5 und die 6 erschöpfe. Kriege 2 beliebige. Das ist natürlich geil, weil dann kann ich nämlich hier das schon machen, was um dann im nächsten Zug den ersten Bauabschnitt zu machen. Und ein Geld. So. Aber da ist halt jetzt schon so ein Marker. Aber du hast ja gesehen, mit meiner anderen 1 hätte ich jetzt schon wieder einen wieder zurücklegen ja, können. So. Aber wahrscheinlich nicht mehr mit der hier, ne? Nee, also, genau. Genau, okay. Und jetzt haben wir eine Runde. Das ist mal eine Runde. Jetzt gucken wir mal kurz. Genau, Abschlussphase. Genau, das war's. Ja. Okay. Und jetzt kommst du. Die Vorbereitungsphase quasi machen wir erst zusammen, wenn wir beide einen Zug gemacht haben. Und du kannst jetzt auch eine Karte auswählen. Die ist quasi Ablagestapel. Und natürlich überlegen, wo du hinläufst. Aber du kannst natürlich jetzt vielleicht noch eine Karte triggern und gibt es eine einzelne 5? Also ich würde sagen, wo ich stehe ich ja schon ganz gut, wenn ich das auch triggern darf. Wenn ich, ja, aber du musst dich bewegen. Ich muss mich bewegen. Wie viel darf und wie viel muss ich bewegen? Ja, hier, je nachdem, welche Karte du spielst. Ich muss mich ins entsprechende Zahl bewegen. Genau. Das ist ja ungünstig. Das ist ungünstig. Kommst du dahin hier, wenn der 1? Aber nee, du willst sie gar nicht triggern, weil du gar nicht... Ich will nicht bauen, ich habe keine Materialien. Ich kann deine ja nicht benutzen. Nee. Aber gut, das ist dann halt einfach so. Dann kannst du halt auch, die einfache Aktion kriegst du ja auch so. Ne? Mhm. Also ohne, dass du Würfel benutzt. Wenn du beide Würfel nicht benutzt, kriegst du auch einfach ein Geld. Das wäre auch eine Option, dass du sagst, du benutzt einfach keine Würfel. Ansonsten würde ich dann wahrscheinlich einfach mit 2 Geld den... Ja, wobei, wenn ich einlaufe... So, gucken, was die Karten machen mit 1. Ne? Aber die Karte ist ja auch nicht schlecht. Da kannst du Geld in Sachen umwandeln, ja, genau. Aber so viel Geld hast du gar nicht. Ich kann auch nicht irgendwo anders wirklich hinlaufen. Drehe. Das ist perfekt. Mhm. Okay. Aber ich mach doch erst. Dann läufst du 1. Ja. Dann mach jetzt machst du das, drehe einen Würfel auf einen beliebigen Wert. Ah ja, und jetzt kannst du, sehr clever, ganz clever. Weil jetzt hast du das umgedreht und jetzt kannst du das hier triggern tatsächlich. Genau, yeah, that's what I want. Und dann kriegst du 2 Stahl. Und was ja schon mal für die dritte Bauphase für die dritte Bauphase vorgedacht. So, ja. Sehr gut. Genau, und jetzt haben wir sozusagen beide was gemacht. Wir haben beide unsere Würfel, es kommt wieder eine Vorbereitungsphase und wir können wieder überlegen, wie wir die Würfel verteilen. Ist es denn so, dass der zweite Spieler als erstes spielt oder ist es dann
Ich glaube, das ist jetzt immer egal. Abwechseln, ne? Das ist immer abwechselnd, ja. Okay. Also es ist wie halt Solospiel. Genau, und jetzt könnte man natürlich schon, jetzt muss man natürlich schon anfangen zu überlegen, okay, wieder zurücknehmen müssen wir ja noch nicht. Wir müssen jetzt bauen. Also ich muss jetzt auf jeden Fall bauen. Muss mal die Ressourcen einsetzen und dann brauchen wir noch Holz. Und guck mal, bauen kann ich mit den Karten gar. Doch hier mit der Dreierkarte, aber nur wenn ich eine 3 kriege, könnte ich für ein Geld bauen. Oder indem ich hier oben eine 6 kriege. Du kannst hier auch für eine 3 bauen. Dazu müsste ich 2 laufen, ja, das geht. Aber das würde auch gehen. Mhm. Und ja gut, so viel Kohle brauchen wir gar nicht. Ich könnte auch einfach, nee, die 1 wäre nicht gut. Ich könnte, ja. Ah doch, das ist gut. Ich laufe 2 und werde, also ich werde die 3 benutzen. Und die 1 brauche ich gar nicht. Willst du die 1 und dann kannst du Sachen zurücknehmen? Ja, ich kann ja hier, ne? Wie gesagt, mit der 1 kriege ich ja dann die Kistchen. Könntest du auch, also wir haben auch noch eine Einerkarte. Könntest die auch, dann würdest du aber 2 zurücklegen können. Ja, das ist nicht schlecht. Dann nimm mal eine zweite 1. Gut, ups. Und gut, und dann lege ich los. Das heißt, ich hatte jetzt schon einen Plan. Ich nehme hier. Was war jetzt mein Plan? Will ich jetzt damit bauen? Oder, ja, ich will bauen, aber will ich jetzt mit der Karte bauen? Da zahlst du und da machst du es kostenlos. Da mache ich es kostenlos, also mache ich es lieber. Genau, ich mache es dann lieber damit. Ja, das macht auch mehr Sinn. Das heißt, ich laufe 2. Und jetzt nehme ich einfach den einfachen Effekt, nehme einen von einem beliebigen Projekt zurück oder erhalte einen beliebigen Rohstoff. Da könnte ich jetzt auch sagen, komm, ich nehme schon den... Du arbeitest hier oben weiter und ich nehme jetzt schon mal das hier. Und weil ich sage, oh, wir können uns das noch leisten, noch nichts zurückzunehmen. Und jetzt kann ich hier die Investition machen, indem ich hier den Dreier ausgebe. Und jetzt kann ich einmal bauen. Und jetzt können wir das untere Ding bauen. Okay. Und zack, zack, zack. Aber man muss halt jetzt aufpassen, wir haben nur noch 4. Ja? Sobald wir legen müssten und dürften nicht, hätten wir verloren. Du bist dran. Den haben wir ausgegeben. Einen möchte ich laufen. Und wir müssen halt mal einmal, muss man halt eine Aktion, also keine Karte spielen, sondern einfach nur zurücknehmen. Ne? Das ist natürlich auch die Geschichte. Ja. Na gut, dann nehme ich einfach 2 Häuschen wieder zurück. Und zwar mit der 1. Du läufst, theoretisch läufst du erst. Ah ja, okay, na gut. Aber dann laufe ich 1. Das ist auch gut, kannst du 2 Häuschen zurücknehmen, ist gut. Bauen brauchen wir, Stahl brauchen wir nicht mehr. Und das ist halt gut, ja. Materialien können wir gebrauchen. Mit 5 und 6, ja. So, und die andere 1 ist dann für 2 Materialien. Dann nehme ich halt einmal Holz und einmal Kohle. Im Grunde brauchen wir jetzt noch ein Holz und dann haben wir eine Materialien. Genau, dann haben wir es schon geschafft. Also das ist natürlich, ich denke, bis dahin reicht es auch schon fast. Ihr seht, es ist eigentlich, das ist wirklich jetzt leicht, aber das ist natürlich auch, das kann man hier halt schön sehen oder vielleicht im Detail kann man das noch besser sehen. Hier kann man auch sehen, diese verschiedenen Modi, die halt hier, ne, du kannst die Schwierigkeit gerade halt total anpassen, indem du eben hier hast du halt eine A-Seite und eine B-Seite, das ist, da brauchst du halt viel mehr, ja. Und du hast halt verschiedene lange Runden. Wir haben den Rundenzeiger nämlich ganz vergessen. Wir hätten da, sie haben ja jetzt schon 3 Runden gespielt. Man hat natürlich auch eine, ups, hier kann man sehen, man hat natürlich auch ein Zeitlimit. Ja. Wir müssen es halt innerhalb von diesen 10 Runden auch schaffen, alles zu bauen. Also wir dachten jetzt, wir sind schon fast bei der Hälfte, aber wir haben halt natürlich auch nur 10 Runden Zeit. Und dann ist es hier natürlich sehr schön, kann man sich halt, und halt schneller Modus, langsamer Modus, da hat man dann A und B, muss man halt zuerst A bauen. Dann flippt man es auf die Rückseite, hat natürlich auch viel mehr Runden zur Verfügung. Ja, und es gibt eben, wie gesagt, hier drin noch eine Menge weitere Karten, die jetzt noch gar nicht so zum Tragen gekommen sind. Es gibt noch eine Hafenerweiterung, also eine Stadtviertelerweiterung. Und dadurch kann man natürlich hier, und natürlich das kompetitive Spiel, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Das war jetzt sozusagen nur der Einstieg in Micro City. So, genau. Und jetzt haben wir wieder uns nichts ausgedacht. Nee, aber ich habe eine gute Frage zum Thema Mikrospiele. Was ist euer Lieblings-Mikrospiel? Mhm. Also ich sag mal, ne, Schachtelgröße so. Es gibt natürlich die Tiny Epic-Reihe, es gibt die Oink-Sachen. Es gibt ja echt inzwischen eine Menge Mikrospiele.
Ich hatte jetzt mit Alex, das war das ein Orange-Spiel? Nee, das Art Robbery gespielt, das war auch kein Orange-Spiel, von Knizia. Also es ist ja wirklich ein totales Genre jetzt geworden. Und ja, schreibt gerne mal rein, ich habe noch nie eine Top-Liste zu Mikrospielen gemacht. Was ist euer Lieblings-Mikrospiel? Weil es hat natürlich schon seinen Reiz irgendwie. Ich meine, irgendwie ist es auch so ein bisschen Selbstzweck, manchmal hat man das Gefühl. Hauptsache alles miniaturisiert. Aber wenn es cool gemacht ist, dann macht es halt auch Spaß. Also ja, ja. Ich weiß, bei Palm Island finde ich es einfach so genial, dass man dann die Karten so in der Hand hat. Und Palm Island? Auf ja. jeden Fall auch ein Mikrospiel. Ich meine, jetzt ist die Frage, wo fängt ein Mikrospiel an und wo hört es ja. auf? Ne? Aber ich würde sagen, also was nicht gilt, ist quasi, sind so Sachen, die einfach halt wirklich nur Kartenspiele sind. Die sind halt so. Aber das hier ist ja ganz klar, man könnte natürlich hier auch einen großen Plan haben oder alles irgendwie diese Mini-Marker und so. Ich meine, es ist natürlich auch bisschen fitzelig alles. Dafür kannst du es halt auch gut mitnehmen und im Flugzeug spielen oder wie auch immer. Genau, also Lieblingsmikrospiel, gerne mal reinschreiben und der Gewinner kriegt dann alle drei Giant Rock Spiele. Und eine Mütze. Und eine Mütze, ach schon, die Mütze, siehst du, die Mütze. Danke, Melli, dass du nochmal dran gedacht hast. Die jetzt so, diesmal passt sie farblich nur so halb. Aber ja, wir haben es ja schon befürchtet. Ah doch, hier, guck mal, damit passt, das ist die Anwaltsmütze. Der Anwaltsbini, der gibt es auch noch mit dazu. Also in dem Sinne, viel Erfolg. Bis morgen. Bis morgen, ciao. Tschüss.